Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play RimWorld. Ich muss ja sagen, dieses niedliche kleine Spielchen ist echt so ein verdammtes Suchtspiel. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht so erwartet im ersten Moment, aber ich spiele das gerade sehr intensiv auch offscreen und da sind mir jetzt natürlich einige Dinge klar geworden, die ich natürlich falsch gemacht habe. Natürlich, wie ich am Anfang immer erstmal alles falsch mache im Spiel, aber das Schöne ist ja, nur wenn man Sachen am Anfang erstmal falsch macht, lernt man wirklich, wie es dann am Ende richtig geht. Jetzt schlafen die Jungs und Mädels hier gerade. Oh, die Katze, die wurde irgendwie angegriffen von irgendwas. Das war nämlich das Geräusch, über was ich mich gerade am Ende der letzten Folge noch gewundert hatte. Ein Hase hat sie angegriffen. Das miese kleine Schweinchen. So, also ich habe viele Dinge rausgefunden. Ich lasse mal hier die Zeit ein bisschen schneller ablaufen, damit die schneller schlafen. Also erstmal muss ich diese Klimaanlage hier nochmal abreißen. Es ist nämlich folgendes, das funktioniert mit der Kühlung nur, wenn diese Klimaanlage in die Mauer eingebaut ist, ja, weil die quasi folgendes macht. Auf dieser Seite kühlt sie den Raum und auf dieser Seite heizt sie den Raum auf. Wenn jetzt beide Seiten im selben Raum sind, dann gleicht sich das aus, ja. Also je kälter es quasi hier auf der Seite wird, desto wärmer wird es hier auf der Seite. Ja, das ist so eine Art, wie sagt man, das ist so eine Luftumschichtung mehr oder weniger, ja. Also da, wo kalte Luft entsteht, entsteht auch warme Luft, so mehr oder weniger. Das ist wie beim PC im Grunde. Wenn was gekühlt wird, muss irgendwo die warme Luft wieder hin, so nach dem Motto. Und genauso ist es hier auch. Das heißt, ich muss das Ding jetzt abreißen und in die Wand einbauen. Eine andere Sache, die mir auch klar geworden ist, hier links unten bei Arbeit kann ich Dinge festlegen, die die kleinen Männchen hier machen sollen. Und zwar kann ich hier zum Beispiel der Garza sagen, dass sie ein Arzt sein soll. Ich kann auch gucken, was die Leute können. Ja, hier zum Beispiel bei Character, da sehe ich, was die können. Und dann kann ich zum Beispiel festlegen, nach den Dingen, die sie am besten können, was sie denn für Arbeiten genau übernehmen sollen. Ja, und wir sehen hier zum Beispiel die Garza, die macht ja bestimmte Fähigkeiten oder bestimmte Tätigkeiten nicht. Sie verweigert einfache Arbeit, ja. Das heißt, ich kann sie nicht zum Träger machen, ich kann sie auch nicht zum Handwerker, doch, zum Handwerker kann ich sie machen, aber zum Reiniger zum Beispiel kann ich sie nicht machen, zum Träger kann ich sie nicht machen. Landwirtschaft erstaunlicherweise würde sie machen. So, und ich weiß jetzt auch witzigerweise, wie ich Essen koche. Und zwar geht das folgendermaßen. Ah ja, der reißt jetzt erstmal die Kühlung ab. Kannst du kochen? Moment. Du kannst nicht wirklich gut kochen. Wie sieht es bei meinem Spielbär-Charakter aus? Kannst du kochen? Du kannst, naja, nicht wirklich wesentlich besser kochen. Okay, dann machen wir mal Garza zum Koch. Das ist ja eine Aufgabe, die sie tatsächlich auch bereit ist zu übernehmen. Und dann müssen wir jetzt hier, das habe ich jetzt auch geschnallt, koche einfache Mahlzeit, 6 Mal, genau, das ist eingestellt. Das heißt, ich muss jetzt hier einen Rechtsklick machen. Noch keine Materialien. Ach so, ja, genau. Also wir haben jetzt hier 5 Mal Wildfleisch. Und das reicht noch nicht ganz. Also da müssen wir noch ein bisschen was tun. Das heißt, wir brauchen jetzt jemanden, der jagen kann. Und ich hoffe, der Spielberg-Charakter, der hat Fernkampffähigkeiten von 0. Okay, wir werfen jetzt mal hier dieses Gewehr ab. Inventar, das geht hier. Und dann kann ich das einfach droppen lassen. Dann muss ich das wieder freigeben. Und dann muss ich Garza sagen, dass sie doch mal das Energiegewehr nehmen soll. Denn ihr Charakter hat nämlich einen Fernkampfwert von 7. Und Garza muss auch Jäger sein, genau. Dann wird Garza sich jetzt das Gewehr holen. Und dann können wir Garza nämlich sagen, dass sie mal jagen gehen soll. Ja, dann können wir zum Beispiel ihr sagen, sie soll dieses Wildschwein jagen. Machen wir das mal, jagen. Genau, da kann sie sich nämlich schon mal ein bisschen nützlich machen, denn dann sitzt sie nämlich nicht immer nur sinnlos rum den ganzen Tag, sondern sie macht tatsächlich auch mal was Produktives. Ja, sie setzt sich einfach nochmal an den Tisch, genau. Das kann man natürlich auch mal machen, an der Stelle. So, jetzt haben wir hier diese Klimaanlage abgerissen. Jetzt müssen wir diese Klimaanlage noch einmal aufbauen. Und zwar diesmal so. Und dann müsste es auch klappen. Wo geht er jetzt hin? Trägt Hase, tot zu Lagerzone. Ah ja, genau, okay.
Wenn jetzt nämlich Viecher hier in der Umwelt sterben, dann können wir nämlich auch denen ihre Leichen nehmen und können die auch verarbeiten. Das geht auch. Und dann lagern die Leute dann... Aber das machen sie nicht bei allen. Das machen sie nicht bei allen Leichen. Nur wenn ich die Leichen vorher freigebe. So, jetzt können wir mal gucken, wie gut jetzt die Garza mit dem Gewehr umgehen kann. Oh, sie kann sehr gut mit dem Gewehr umgehen. Das ging sehr schnell. Da ist sie genau die richtige Person. Und da ist das Schwein auch schon tot. Nice! Wunderschön. So, reicht das Material hier? Ja, das reicht. Das ist sehr schön. Das heißt, wir können dann jetzt hier die Leichen und das alles, das können wir dann kühlen. Ich muss nur die Zone... Das ist Lagerzone, ne? Nee. Was ist denn das jetzt hier für eine Zone? Lagerzone 3. Lagerzone 4. Nee, warte mal, warte mal, warte mal. So nicht. Du sollst... Die Lagerzone hier, die sollst du erweitern. Wie ging das nochmal? Spielbär konnte Kühlung nicht konstruieren. Der Versuch hat einige Rohstoffe gekostet. Ja, super. Hast du fein gemacht. So, okay, Moment. Jetzt müssen wir hier wieder... sagen, dass 4 Kreaturen geschlachtet werden sollen. 2 haben wir auf Lager. Das heißt, sie wird jetzt einfach... Genau, schlachtet auf Stahltisch macht sie jetzt, während er hier arbeitet. Das nennt sich Arbeitsteilung, ja. Also sie schlachtet und er schlägt quasi hier auf die Klimaanlage ein. Dann läuft das. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Fleisch. Und dann können wir wieder neues Essen kochen. Und hier, die Kartoffeln sind auch fast gut, dass man sie ernten kann. Wie kann ich denn jetzt hier nochmal diese Zone erweitern? Das ging irgendwie. Wartet mal, so. Ja, genau so. Einfach von in den bestehenden Bereich klicken und dann ziehen. So ging das. Ich erinnere mich. So, und ihr habt mir auch gesagt, dass Felder und Solaranlagen nicht angegriffen werden. Das stimmt so nicht ganz. Ich habe es in einem anderen Spielstand schon erlebt, dass tatsächlich eine Solaranlage angegriffen wurde. Felder, da ist es tatsächlich so, die werden nicht angegriffen. Es kann allerdings sein, dass wenn die Gegner sowas wie Granaten und sowas einsetzen, dass da Kollateralschäden entstehen. Zum Beispiel, dass das Feld abbrennt. Wenn durch einen Kampf ein Feuer entsteht, kann es sein, dass das Feuer auf die Felder übergreift und man das dann nicht schnell genug löschen kann, weil es sich zu schnell ausbreitet. Gerade wenn dann zu wenig Leute hat, die da helfen. Dann, ja, wird so ein Feld ganz schnell mal abgebrannt und dann hat man plötzlich nichts mehr zu essen, weil, ne, Nahrung ist wichtig. So, in diesem Umfeld, in diesem lebensfeindlichen. Und was auch eigentlich gar nicht so gut ist, was ich jetzt natürlich hier gemacht habe, man soll sich eigentlich nicht in einen Berg reingraben, habe ich schon festgestellt. Weil, wenn man sich in einen Berg reingräbt, kann es passieren, dass irgendwann so eine Käferkolonie spawnt. Und diese Käferkolonien, das sind ganz fiese kleine Schweinchen, die sind sehr stark erstmal und die können meine Kolonisten so gut wie nicht abwehren, wenn sie zum Beispiel nur zu zweit sind. Ja, 2 Leute können eine Käferkolonie nicht klein kriegen. Das heißt, da ist das Risiko sehr groß, wenn das passiert, dass ich dann die Base aufgeben muss. Da ich aber hier eher auf einem mittleren Schwierigkeitsgrad spiele, wird das noch eine ganze Weile dauern, bis das passiert. Also da haben wir noch ein bisschen Zeit sozusagen. Ich meine, der Haken ist natürlich, wir sind jetzt hier nur zu zweit, also es sind nur 2 Kolonisten und das ist jetzt nicht so viel, aber guckt mal, jetzt funktioniert glaube ich die Kühlung. Genau, jetzt muss ich hier die Kühlung noch runterdrehen. Minus 9 Grad, sagen wir mal minus 10 Grad, dann ist das Zeug nämlich tief gekühlt und dann dürfte es nicht verrotten. Schauen wir mal. Macht die Dings jetzt was? 11 Grad. Das ist doch überdacht hier, oder nicht? An der Stelle. 7 Grad. Wir drehen mal nochmal. Wir gehen mal nochmal 10 Grad runter. 6 Grad. Jetzt müsste es schon gekühlt sein. Genau, ihr seht es jetzt. Erhöht sich hier die Haltbarkeit. Sehr gut, sehr gut. Stromverbrauch ist natürlich hoch. Ich meine, man muss dazu auch sagen, jetzt ist es gerade Sommer und da ist die Außentemperatur natürlich auch entsprechend hoch. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Klimaanlage entsprechend mehr leisten muss, bevor sie wirklich einen Raum auf Minusgrade runtergekühlt kriegt. Aber jetzt haben wir es schon geschafft, jetzt sind es minus 2 Grad da drin. Und wir sehen, das Schweinefleisch verdirbt nicht mehr. Und auch das Essen verdirbt nicht mehr. Jetzt haben wir schon mal einen ganz wesentlichen Teil dieser ganzen Lagerproblematik
schon mal gelöst. Wir haben Essen haltbar gemacht. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, ich mach mal Garza noch zum Landwirt. Dann kann die nämlich mithelfen, wenn da die Kartoffeln geerntet werden müssen. Und ich würde sagen, wir bauen auch gleich mal noch ein paar Felder an. Wir machen das jetzt mal so. Ich pausiere das jetzt mal kurz. Wir bauen jetzt gleich noch mal eine Anbauzone hier vorne an. Direkt hinter der Autokanone. Und da pflanzen wir mal Reis an. Der Reis ist nicht so ergiebig, also der bringt nicht so viel Ertrag wie die Kartoffeln, aber der wächst dafür schneller. So, und weil es so schön ist, würde ich sagen, versuchen wir mal noch eine Heilwurzelpflanze zu bauen. Heilwurzeln benötigen zum Anpflanzen eine Fähigkeit von 8 als Gärtner. Keiner deiner nicht bewusstlosen Gärtner hat diese Fähigkeit. Okay, welche Fähigkeiten habt ihr denn? Bei Landwirtschaft 2 und 3. Okay, also können wir nur Pflanzen anbauen, die diese Fähigkeitsstufe, ja, voraussetzen. Dann müssen wir mal gucken. Was sind denn das für Pflanzen? Die stinknormalen. Was ist ein Löwenzahn? Was macht denn der? Gewöhnliche kleine Pflanze wird aufgrund ihrer Fruchtbarkeit oft als Unkraut angesehen, sieht aber hübsch aus. Na gut, was hübsch aussieht, da können wir jetzt erstmal drauf verzichten. Wir brauchen vor allem Pflanzen, die uns was bringen. Mais ist doch so eine typische Ernährungspflanze. Eine große Körnerpflanze, die leckere gelbe Samen produziert, eine vergleichsweise lange Wachstumsdauer, wirft dafür aber sehr viel Nahrung ab, die lange haltbar ist und auch roh gegessen werden kann, benötigt nährstoffreichen Boden, um gut zu wachsen. Ja, komm, wir machen mal Mais. Das ist ganz gut, der müsste dann eigentlich am Ende des Herbstes ungefähr dann geerntet werden können, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Und genau, dann haben wir noch so ein bisschen für den Winter auch was, weil wir müssen auch für den Winter vorsorgen. Ich möchte ungern dann den ganzen Winter jagen müssen und dann alle Tiere hier in der Umgebung dafür töten müssen, dass wir was zu essen haben. Das muss nicht sein. So, jetzt ist die andere Frage. Was können wir hier sinnvollerweise noch basteln? Ich muss mal gerade gucken, wie viel Metall haben wir denn. Wir brauchen auf jeden Fall einen Forschungstisch. Den brauchen wir auf jeden Fall. Den baue ich jetzt auch gleich mal. Produktion. Einfacher Labortisch, denn wir müssen auf jeden Fall in der Lage sein, neue Technologien zu erforschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist unglaublich wichtig. Und den setzen wir mal hier hin. Erstmal auf die nackte, kalte Erde, das passt schon. Und genau, abgesehen davon können wir auch gleich mal befehlen, dass hier was abgebaut wird. Was ist das eigentlich hier? Sandstein. Okay, Sandstein ist erstmal irrelevant. Den müssen wir nicht unbedingt abbauen. Aber hier irgendwo war doch noch eine Quelle für, wie heißen sie, Bauteile. Es liegen auch manchmal so Teile von Raumschiffen rum, die man ausschlachten kann, um da Teile zu gewinnen. Hier oben sind Bauteile. Die bauen wir mal auch gleich ab. So. Na komm, wir können gleich die ganze Zone hier definieren als Abbauzone. Und mir fällt leider auch noch was anderes auf. Ich habe diese Geschütztürme, die habe ich zu weit, oder zumindest hier an der Stelle habe ich sie zu weit an die Wand rangebaut. Man kann die aber an einer anderen Stelle neu aufbauen. Das ist schon mal gut. Ich würde die auf jeden Fall noch ein bisschen weiter nach vorne versetzen wollen. Was ich auf jeden Fall machen möchte, ist zum Zwecke der Sicherheit hier vorne die Türme aufzubauen. Das ist, glaube ich, keine schlechte Idee. Dann machen wir doch mal hier die Bäume weg. Und ziehen da die Sandsäcke auf. Obwohl nicht so. Ah ja, sie macht das schon. Konstruieren tut sie ja, genau. So war das. Ich erinnere mich. Ist sie eigentlich, macht sie auch Forstarbeit? Nee, Forstwirt, das ist eine niedere Tätigkeit. Die macht sie nicht, okay. Aber Bergarbeit würde sie machen. Dann sollte ich das auf jeden Fall definieren, oder? Ich definiere das mal, dass sie Bergarbeit machen soll. Sie kann sich ruhig ordentlich einbringen, bevor sie gar nichts macht. Ah, guckt mal, die Kartoffeln werden geerntet. Ist natürlich sehr erfreulich. Das ist nice. Und guckt mal, hier haben wir jetzt auch Tierfelle und Tierhäute. Daraus können wir dann irgendwann Sessel und Kleidungsstücke machen. Das ist auch gar nicht schlecht. Dazu brauche ich allerdings einen Tisch. Und zwar bei Produktion brauche ich den Schneidertisch dafür. Oder halt eine elektrische Nähmaschine.
Da geht es wahrscheinlich dann schneller zu produzieren. Ich habe bisher immer nur den normalen Schneidertisch gebaut. Ah ja, sie sehen den Mais aus. Das ist auch gut. Sie säen die Saat aus und es wird schon wieder Nacht, sehe ich gerade. Was heißt eigentlich, Wanderer bleibt? Ach ja, ein Dorfbewohner aus Gaza ist angekommen. Das ist ja schon alt. Die Nachricht muss ich mal wegklicken. Also obwohl wir jetzt hier 6 Einheiten Nahrung liegen haben im Kühlhaus, haben wir eine Warnung, dass wir wenig Nahrung haben. Das ist ein bisschen komisch. Ich kann ja mal hier, damit wir nicht so viel Energie verbrauchen, ein bisschen runtergehen, also raufgehen mit der Temperatur, besser gesagt. Denn der Raum wird gerade auf minus 15 Grad gekühlt, das ist ein bisschen übertrieben. So kühl braucht man das nicht. Es reicht eigentlich eine Temperatur von minus 5 Grad oder so. Das reicht schon vollkommen aus. Wir brauchen gar nicht so tief runtergehen. Ja, mal gucken, das müsste jetzt eigentlich gehen. Lagern wir eigentlich gerade Energie ein? Wie ist denn das? Nee, gerade verlieren wir wieder Energie. Ich glaube, wir brauchen bald auch nochmal eine neue Windturbine. Ah, beide sind jetzt dabei, hier im Bergwerk zu arbeiten. Das ist nice, das ist sehr schön. So, das hier installieren wir schon mal neu bei... Genau, hier an der Stelle. Ist jetzt eigentlich einer von den beiden ein Forstwirt? Wartet mal. Ja, also gut, der Spielbär ist alles. Der ist alles in einer Person. Garza macht halt nur bestimmte Sachen. Zum Beispiel das Geschütz wegtragen und woanders aufbauen. Dann können wir nämlich hier auch die Sandsäcke wieder abreißen. Die brauchen wir dann gar nicht. Die können wir dann entfernen. Schlafen sie jetzt wieder alle? Ja, jetzt schlafen sie. Dann machen wir mal die Zeit auf Beschleunigung. So, da würde ich sagen, in der nächsten Folge bauen wir hier auf jeden Fall noch einen Turm auf, einen Geschützturm. Und kümmern uns mal darum, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Energie gewinnen. Und bauen einfach die Base noch ein bisschen weiter aus, ne? Ich glaube, das ist eine sehr gute Maßnahme. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen wieder Material bekommen. Ich muss mal gucken. Ah, okay. Da ist die Nacht schon vorbei. Ich würde sagen, an der Stelle ist auch wieder die Folge zu Ende. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge RimWorld. Und dann schaue ich mich mal in der Umgebung, wo ich vielleicht noch irgendwo Quellen für Rohstoffe finde, die vielleicht wichtig sein könnten. Bis zur nächsten Folge RimWorld. Bis dann, ciao, ciao.